Einen schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu They Are Billions. Und ihr hört es schon im Hintergrund. Ja, das ist schon die Kampfmusik. Ich habe noch einen kleinen Umblick weitergespielt. Naja, und dann rannte die Zeit weg und naja, dann kam die Horde. Da kommt die Horde. Die Horde kommt erst noch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit uns jetzt noch bleibt. Hier ist ja sonst mal die Einblendung so und so viele Stunden. Aber ich glaube, sie muss gerade gespawnt sein, weil wir haben Tag 35, Tag 35. Und dieses Fenster mit dem Countdown ist eigentlich auch schon weg. Also da müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch die Soldaten angefordert. Eigentlich sollten wir relativ safe sein. Ich habe, glaube ich, alles an Soldaten, was ich zur Verfügung stellen kann, habe ich jetzt hier hingesetzt. Dann haben wir die hier gleich noch natürlich. Die sind noch im Bau. Und ein paar Soldaten sind noch in Ausbildung. Das sollte funktionieren. Ich starte mal. 3 Stunden. Ach, da haben wir es jetzt. So, die restlichen Soldaten sind unterwegs. Und in Position. So, wollen wir hier vorne mal alle platzieren. Stellung halten. Sie sollten eigentlich von hier kommen. Ja, sie kommen von hier. Sehr gut. Oh, Moment. Moment. Kommen die jetzt oben lang oder unten lang? Kann natürlich auch sein, dass sie von oben kommen. Das kann natürlich auch sein, dass sie jetzt von oben kommen und nicht von hier. Ich weiß nicht, auf welcher Breite sie jetzt angreifen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Gehen die... Ah, da, alles klar. Die gehen doch den Weg. So, müssen wir die hier zusammenrufen. Aber ist auch kein Problem. Du darfst auch gerne dran teilnehmen im Kampf. So. Dann machen wir es halt so. Die läuft immer noch hier. Ja, du bist aber auch so Experte, ehrlich. Können wir die so ein bisschen ziehen? Nee, das geht nicht. So, die haben sie gleich. Aber es wird auch ganz schön knapp hier vorne. Okay, es wird doch ein bisschen knapper. Also, wobei ich natürlich sagen muss, wir hatten natürlich keine... Ich gehe mal kurz auf Pause. Wir hatten natürlich keine, keinen weiteren Schutz. Es waren jetzt tatsächlich nur die Mauern und auch keine Spikes davor. Also hätten wir vielleicht für die nächste Horde, müssen wir da vielleicht mal Spikes setzen. Sofern... Ich muss jetzt mal das hier abbauen. So. Ah, jetzt geht's. Sofern die nachher wieder von da aus kommen. Na, das müssen wir natürlich gucken. Gut, super Sache. Dann haben wir das ja auch geklärt. Gleich mal hier vorne wieder zumachen, den Laden. Hier vorne ging das ja sowieso nicht weiter. So. Ja, wunderbar. Hat ja gut funktioniert. So viele Soldaten haben wir jetzt gar nicht, aber zumindest ein paar Veteranen. Das ist schon mal ganz gut. So, dann schicken wir die auch gleich mit. Weil wir müssen ja noch weiter. Müssen ja auch noch weiter aufräumen. Achso, da sind mir noch ein paar Soldaten nach. So, hier sind auf jeden Fall auch Soldaten. Da sind Soldaten. Ich dachte erst, die kommen hier lang. Weil es hieß aus dem Osten. Ich dachte, die kommen von hier. Dann kommen sie doch von hier oben, die kleinen Schweine. Aber ist ja kein Problem. Haben wir hingekriegt. Läuft. Dann würde ich sagen, wir werden. Gleich nochmal die Soldaten losschicken, dass sie ein bisschen weiter aufräumen. Und hier können wir auch nochmal ein paar wieder rausschicken. Und zwar da lang. Und da lang. So, wunderbar. Die sammeln wir auch gleich ein. So. Nehmen wir alle gleich mit, was soll's. Dann haben wir sie gleich. Das sieht gut aus. Ich denke mal, wir sind auch erstmal von der Basis, von der Grundbasis her auch ganz gut abgesichert. Hier könnten wir vielleicht mal so einen hinsetzen, weil wenn hier die tatsächlich mal angreifen aus der Ecke. Aber wenn, dann kommen sie, glaube ich, eher von hier oben. Also von hier werden sie eher nicht angreifen. Und von da aus werden sie auch eher nicht angreifen. Hier ist Wasser. Also wenn, dann können sie eigentlich nur von da kommen. Oder sie können von da kommen. Oder die können von hier oben kommen. So, schätze ich mal. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schicken die jetzt mal wieder los. Verfolgen.
Wir müssen ja noch immerhin noch ein bisschen aufräumen. Das war ja auch Teil der Mission. Dass wir noch ein bisschen aufräumen. Wie das mal aussieht, wenn die 1000 Pfeile. Wenn die 1000 Pfeile da mal einschlagen. Ah, guck mal, da sind schon wieder ein paar mehr. Gut, ich denke mal, die sollten einigermaßen klarkommen. Hoffe ich. Dann müssen wir nämlich auch mal sehen, wir sollten 800 sollten wir haben, ne? 800. Okay, müssen wir mal ein bisschen... Wir mal ein bisschen gucken, weil das kotzt mich mal an. Das haben sie... Also das hätte man noch ein bisschen vielleicht machen können. Vielleicht kommt das mal irgendwann als Update. Dass man auch so Formation vorgeben kann oder so. Dass sie tatsächlich... Das wäre das Einfachste gewesen, dass man sagt, hey, es gibt ja Einheiten, die langsamer sind. Es gibt Einheiten, die schneller sind. Wenn dann halt die schnellen Einheiten sich an den langsamen Einheiten orientieren und dass die halt tatsächlich im Verbund halt laufen. Das ist dann schon immer... Das ist dann schon immer eine Menge wert, weil dann, so sind sie ja unschlagbar. Dann brauchen sie vielleicht natürlich über die ganze Map natürlich insgesamt ein bisschen länger. Aber dann hast du auch nicht die Gefahr, dass dir die Einheiten dann hier weggeholt werden. So geht das hier noch so gerade, ne? Aber so sterben auch mal Einheiten. Guck mal zum Beispiel hier, ne? Mal eben alleine losgelaufen, anstatt erstmal vielleicht auf den großen Pulk zu warten. Okay. Die laufen nicht weiter. Das soll es also gewesen sein. Ich ziehe die mal wieder zurück. Ich könnte die natürlich jetzt auch auf Patrouille schicken, aber das lassen wir mal. Ich werde die mal hier sonst parken. Oder hier so. Wir können die natürlich auch die Soldaten jetzt auf die restlichen Türme natürlich verteilen. Oder wir ziehen vor. Das können wir natürlich auch machen. Wir brauchen sowieso noch 800. Also mal eben verdoppeln müssen wir es. Ich muss... Okay. So, Vernichter infiziert, das haben wir gemacht. Koloniebevölkerung 800, das machen wir jetzt. Hier setze dich alle in Schwärmen, das ist 52. Okay, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir zu, dass wir vielleicht noch ein paar Häuser hier bauen. Die müssen wir ja sowieso bauen. Dass wir das mal gebacken kriegen. Holzproduktion. Ich würde sagen, wir machen sonst... Ja, ich weiß nicht, wie das ist. Hier kommen wir ja auch nicht weiter, ne? Wir müssen echt mal schon aufpassen. Sonst machen wir das so. Dürfen wir nicht, weil uns Arbeiter fehlen. Gut, die kommen sowieso automatisch. Ich bin überlegen, ob ich vorziehe. Aber die könnte ich auf jeden Fall vorziehen. Und zwar da drüben hin. Attention. Dass wir hier den Bereich so ein bisschen safe haben. Und dann haben wir hier... Also hier ist ja sowieso das Maximum. Oder wir bauen ein Türmchen nochmal hier hin. Ich würde die ganz gerne hier so... setzen oder hier. Bauen wir die da vorne hin. Dann machen wir nämlich sonst hier zu. Oder? Können wir natürlich machen. So, 1, 2... Da können wir noch einsetzen. Wir können jetzt richtig massiv nochmal vorsetzen. Wenn wir dann Leute hätten. Und außerdem brauchen wir auch noch Energie. Brauchen wir natürlich auch wieder Arbeit. Dafür müssen wir einen Augenblick warten, bis sie die Häuser hier besetzen. Dann haben wir ein paar Leute. So, dann können wir, wie ich schon sagte, hier vorne mal zumachen. Auch mit einer Balliste und sowas, dass wir da den Bereich komplett absichern. The train has arrived. Gut, dann packen wir das mal damit hin. So, ihr beiden Hübschen kommt dahin. So, dann haben wir den Bereich auch auf jeden Fall abgesichert. Das können wir sonst erstmal lassen. Zumindest, ja. Also die Mauern würde ich schon ganz gerne nochmal wegbauen. Ach, komm, weißt du, muss man einfach. Können wir die nicht? Können wir doch markieren, oder? Müssen wir nur aufpassen. Dass wir hier nicht alles wegreißen. So, ich weiß, es ist natürlich immer ein bisschen heikel, wenn man hier Sachen abreißt, aber hier und da brauchen wir dann doch mal den Platz. Kann ich das auch anixen? Ach so, da geht das
114. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dann markiert er nämlich alle. Nee, 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 das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht alle Sekt schmeißen hier. Das finde ich echt blöde. Dann wäre das so praktisch wie ein Oxygen Not Included, dass du dann einfach sagen kannst, so hier, ich möchte alle Mauern jetzt in diesem Bereich. So. Die können wir auch lassen oder eher vorziehen. Nee, die ziehen wir vor. Die bauen wir auch ab. Dann sparen wir nämlich auch ein bisschen Material. Dann ziehen wir mal eher eine Balliste hier vorne hin. Und eine Balliste hier vorne hin. Dann haben wir wenigstens den Bereich mal abgesichert. Hier können wir nachher ja zumachen. Das ist ja nicht so das Dramatische. Weil nämlich hier können wir nämlich ans Holz ran. Da wollte ich eigentlich hin. So, einmal Holz. 10, 11, 8, 9, 13, 14. Auf jeden Fall hier einen hin. Und hier noch ein 11er hin. Müssen wir ein bisschen mehr Holz produzieren. Das ist schon ganz, ganz nett. Hier vorne können wir nochmal vorziehen. Wir brauchen sowieso den Platz. Einmal hier einen. Ich würde mich ganz gerne bis hier, damit wir noch ein bisschen mehr Metall haben. Obwohl, Metall brauchen wir jetzt auch nicht so zwingend, oder? So, können wir noch was machen? Da können wir nichts. Lagerhalle können wir. Da brauchen wir aber 10 Arbeiter für. Ah, okay. 10 Arbeiter, das kriegen wir, glaube ich, auch nochmal hin. Und wegen der Ballisten müssen wir mal gucken. Hier ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Hier ist es sehr offenes Feld. Ich würde mal sagen, wir lassen das auf jeden Fall. Wir ziehen es zwar vor, aber setzen hier dann einfach sonst Wachtürme. Dann machen wir das einfach so. Dann haben wir eben halt hier die Posten. Und dann passt das. Aber hier würde ich mich auch ganz gerne die Flächen nutzen, allein schon wegen den Farmen. Farmen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt. So. Vielleicht hier einen hin. Und hier vielleicht irgendwo einen hin. Aber da passt es natürlich mal gar nicht. Jetzt brauchen wir hier einen hin. Dann machen wir es nämlich sonst so ähnlich so wie hier. Da bauen wir dann halt einfach einen Turm hin mit ein paar Soldaten und dann reicht das auf jeden Fall. Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, von wo sie angreifen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch irgendwo mal einfach Ballisten hinstellen. So, auf den warten wir mal. Obwohl, den stellen. Weil das ist eigentlich fast egal, wenn wir die Ballisten hier überall mal stehen haben, dann räumen die auch gleich ein bisschen auf, dann passt das schon. Soldaten, Soldaten. Und wieder nur zwei Leute, ne? Auf jeden Fall noch ein bisschen Gebäude. Da vielleicht noch einen hin. Da vielleicht noch ein Haus. Hier können wir noch ein bisschen ausbauen. Deswegen möchte ich mal Holz produzieren. So, sind wir schon mal 368. Sieht auch schon nicht verkehrt aus. Essen brauchen wir. Energie brauchen wir natürlich gleich. Ne? Brauchen wir wieder Holz und Arbeiter. Holz kriegen wir sowieso. Arbeiter. Ach, guck mal hier. Wollte schon sagen. Guck mal, Stein brauchen wir auch noch ein bisschen. Ah. Da kommt ja schon der nächste Schwall. Da einen hin. Und hier noch einen hin. Expandieren wir noch ein bisschen. Können wir hier nämlich noch ein paar Farmen bauen. Hier können wir auch noch ein paar Häuser bauen. Obwohl Häuser ist vielleicht ein bisschen schwierig. So, Essen brauchen wir noch. Fischer. Können wir hier vielleicht noch einen hinsetzen? Ja. 21, 20. Setzen wir hier noch einen Fischer hin. Hier haben wir, glaube ich, schon alles abgegrast. Ne, hier noch können wir noch ein bisschen was machen. Hier zum Beispiel. Da müssten... Ja, hier können sie aber auch durchbrechen. Da müssen wir uns natürlich so ein bisschen im Klaren drüber sein. Da bauen wir uns sonst hier auch noch ein bisschen aus. So. Dann haben wir den Bereich abgesaved. Ein paar von den Türmen bauen. Ja, da dürfen wir natürlich noch nicht.
Sonst hier ein Turm noch hin. Da noch ein Turm hin. Dass wir so grob diese Bereiche so ein bisschen abdecken. Dass die hier nicht unbedingt durchkommen. Nicht unbedingt alleine. Dass sie am besten gar nicht durchkommen. Das machen wir nämlich uns hier noch ein Türmchen hin. Und hier müssen wir noch hin. Hier ist nämlich auch schon wieder empty. Da brauchen wir da auch noch einen hin. Ah, so, wir brauchen natürlich noch wieder mal Energie. Haben wir schon wieder alles verbraten. So, machen wir gleich zwei hin. Vielleicht mehr eher in die Richtung. Vielleicht nicht unbedingt da lang. So. Brauchen wir gleich zwei Mühlen. Dann haben wir wieder ein bisschen Reserve. Hier können wir auch nochmal hin. Dann nehmen Holz. Haben wir natürlich wieder keine Energie, kommt gleich. So, einmal das. Dann bauen wir hier noch einen hin. Oder... ja, da einen hin. Und da noch einen hin. Und da noch einen hin. Dann sollten wir eigentlich an allen wichtigen strategischen Punkten eigentlich diese Türme haben. Hier vorne vielleicht noch einen hin. Das sollte hier eigentlich auch auffallen. So. Wie viele Leute haben wir? 29. Das ist gut. Dann brauchen wir noch ein paar neue Soldaten. Achso, Lagerhalle natürlich. Lagerhalle wollten wir noch machen. Lagerhalle. Lagerhalle. Können wir die hier irgendwo hin zimmern? Obwohl, da würde ich ganz gerne Häuser bauen. Oder eigentlich überall gerne Häuser bauen. Hier vielleicht? Nee, da will er sie nicht. Da könnte ich sie bauen. Oder hier ist aber auch schwierig. Der braucht tatsächlich auch Gras, kann er sein? Nee, braucht nicht. Dann bauen wir sie hier hin. Dann baue ich das Ding hier hin. Kann ja ruhig außerhalb. Das ist ja ein bisschen geschützt durch die Ballist. Dann können wir hier vielleicht noch eine Ballist hinstellen. In den strategisch wichtigen Punkten hier. Jetzt hier noch eine. Da noch eine. Dann haben wir eher so die... ja, wie soll ich sagen? Eher so das freie Gelände. Das freie Gelände abgesichert. Wir müssen ja nicht überall Mauern ziehen, aber dann haben wir zumindest Verteidigung. Weil ich weiß nicht, was die 52er Horde, die werden ja auch ordentlich dabei sein. Achso, und wir brauchen natürlich immer noch frische Soldaten. So, Eisennahrung 1, Eisen... okay, das kriegen wir hin. Noch ein paar Soldaten ausbilden. Und natürlich, wie immer, Häuser bauen. Häuser bauen, 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 bauen. So, da noch einen hin, fleißig. Damit wir ein bisschen mehr Stein wieder produzieren. Essen brauchen wir jetzt natürlich. Können wir aber an der Stelle, glaube ich, mal wieder expandieren. Achso, und natürlich farmen müssen wir gleich mal gucken. 22. 21, kriegen wir hier noch einen rein, na, wahrscheinlich. So, und eine Farm. Wir können ja noch gleich ein paar Farmen bauen. Ein paar ist gut. 38, machen wir nach 30er, ja. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass man zwar nicht die ganze Fläche nutzen kann, aber zumindest die Fläche insgesamt nutzen kann. So, das ist schon mal gut. Was macht die Lagerhalle? Können wir da irgendwas aufwerten? Nö, die ist einfach nur dafür da, einfach nur das Lager zu erhöhen. Okay, also die Lagerfläche zu erhöhen. Gut, wir brauchen noch mehr Leute. Mehr Leute. Können wir hier ein bisschen was bauen? Nee, da dürfen wir nicht. Aber hier doch, oder nicht? Da ein paar Häuser sind. Ganz gerne hier noch ein bisschen. Düdüm, düdüm, düdüm. So, wir sind bei 484.
Ich denke mal, bis zur nächsten Horde sollten wir das eigentlich gebacken kriegen, dass wir die 800 erreichen. Schaut's hier aus? Ein paar Jäger noch dazu. Ja, wir haben ja genug Leute da. Bloß raus damit. Raus. Wir brauchen schon wieder Energie. Ist unglaublich. Unglaublich. Brauchen wir sonst hier? Ach ne, da dürfen wir nicht, weil da schon eine ist. Dann bauen wir oben halt ganz frech eine hin. Und vielleicht noch hier. Dürfen wir hier? Ne, dürfen wir nicht. Dürfen wir hier? Dürfen wir auch nicht. Da dürfen wir auch nicht. Da dürfen wir nicht. Hier. Ach ne. Vielleicht daneben macht keinen Sinn. Wahrscheinlich fehlt uns da. Die Leute fehlen uns, ne? Ja, ich glaube, die Leute fehlen uns. 38.1. Jetzt können wir wieder. Ah, guck mal jetzt. Eigentlich. So, da bauen wir sonst hier nämlich noch eine hin. So, da noch eine hin. Noch eine bauen. Ah, komm, bauen noch eine dritte. No risk, no fun. Rein damit. Na, hier dürfen wir wieder keine bauen. Ohne Sauerei. Hier dürfen wir eine bauen. Oh. Gut, nochmal weitere Häuser. Wir haben jetzt 31 Energie, 45 Essen, 30 Leute. Das ist gut. Ach komm, hier können wir noch aufwerten. Oh. Wie konnte ich das nur übersehen? So. Zack. Zack. Alles schön aufwerten. Mal eben die Bevölkerung verdoppeln an den Stellen. Attention. Building completed. Oh, weiter geht's. Building completed. Attention. Building completed. Attention. Building completed. So, haben wir noch mehr Zelte? Ja, hier ist zum Beispiel noch eins. Nahrung 4. Ah, da fehlen schon wieder Nahrung. Das kriegen wir aber hin. Wenn mich, wie gesagt, diese Farmen sind total geil. Farm. Wir hier vielleicht noch eine Farm setzen. 42, 42. So. Dürfen wir nichts? Warum dürfen wir nicht? Nicht genug Material. Achso. Wo man das natürlich sind. Mal hier eine vier, ein schöner 74er. Oh, mh. Material fehlt noch. Ach, jetzt haben wir es. 74. 74. Nochmal einen schönen 74er noch hin. Hier noch 65er hin. Dann sollten wir ein Essen erstmal haben. Wir müssen natürlich sehen, dass wir es hier verteidigt kriegen. Also wenn hier natürlich, wenn sie hier durchbrechen, dann ist natürlich Essig. Aber da müssen wir echt gucken, dass wir uns noch genug Zeug sparen. So. Mal die Türme mal besetzen. Wenn ich die schon baue, dann kann ich die auch gleich besetzen. So, du kommst dahin. Ein paar von den roten. Da noch einen hin. What? Also wie bitte? Dahin. Und haben wir noch einen roten. Ja, nehmen wir einen von denen. Vielleicht erstmal einzelne Belegung. Theoretisch sollten ja alle Zombies soweit eliminiert sein. Aber so haben wir immer noch ein bisschen Sicherheit, falls sie von irgendwo angreifen, falls dann doch nochmal irgendwelche spawnen, dann wissen wir, ah, von da greifen sie an. Nicht, dass sie uns doch noch einen Rücken fallen, da habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. So, überall Türme besetzt. Die Sichtweite haben wir natürlich auch dementsprechend erhöht. Das ist nice. So. Hier alle zusammenziehen. Train has arrived. So, ey, wo sind meine. Wo ist meine. Wo ist meine. Wo ist meine Kaserne? Da ist meine Kaserne. So, ja, nehmen wir noch ein paar von den. Von den Jägern. Ja, 636, gut. Das sieht doch schon mal gut aus. Dann können wir den mal aufwerten. Den aufwerten. Wir haben 174 Essen. Ich denke mal, da kommen wir erstmal einen Augenblick hin. Aber das ist auch schnell weg, wissen wir ja. So, da passt nichts hin. Da passt auch nichts mehr hin. Alles voll. Hier vorne können wir noch ein bisschen. Da dürfen wir nicht. Ja, also vereinzelte passt schon.
Ich würde ihm, so gut es geht, hier innerhalb der Mauern bauen, weil man weiß ja nicht, wenn sie durchbrechen, dann muss das schon so ein bisschen geschützt sein, das Ganze. Apropos geschützt sein. Können ja hier mal ein bisschen erweitern. Für den Fall der Fälle. Wir wissen ja nicht, wo die letzte, also ich vermute zumindest, dass es die letzte Horde sein wird. Und wir haben ja auch nur noch 3 Tage. So, hier vielleicht vorne noch löschen. Falls wir uns zurückziehen müssen. So. Wollen wir noch ein bisschen Stahl mitnehmen? Ich würde aber ganz gerne erstmal. Was für mehr darf ich nicht? Warum? Ach, weil Holz fehlt, alles klar. Ich wollte schon sagen, hä? Wir haben 90 Leute hier. So, ich glaube, wir machen jetzt einfach nur noch ein paar Jäger, immer noch Jäger ausbilden, dass wir wirklich dann die Masse auch an Soldaten haben. Und dann sehen wir nochmal zu, dass wir noch ein paar Häuser gebaut kriegen. Ich glaube, hier an der Stelle mache ich einfach mal zu, ganz eiskalt. Damit sie nicht von beiden Seiten kommen können, für den Fall der Fälle. Dann machen wir hier einfach mal zu, Gau. So, dann haben wir den Bereich auch erstmal abgedeckelt. Dann müssen wir tatsächlich gucken, von wo sie angreifen. Wenn es also heißt, irgendwie aus dem Osten müssen wir hier noch ein paar Ballisten hinbauen. Wenn sie sagen, aus dem Westen, dann müssen wir hier noch ein paar Ballisten hinbauen. Wir können natürlich dann auch gleich so noch ein paar Ballisten hinbauen. So, vielleicht hier noch eine hin. Vielleicht hier gleich noch eine hin. Und wenn sie denn kommen, dann bauen wir gleich noch ein paar mehr. Müssen wir sehen, dass wir dann eben noch genug Holz haben. Aber wo mehr Holz haben, können ja hier auch noch mal ein bisschen was bauen. Und das jetzt hier gerade nicht geht. Achso, wahrscheinlich, weil wir bei dem schon so sehr nah dran sind. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Hier kommen wir 7, könnten wir hier noch abgrasen. Ah, ist alles nicht so toll. Brauchen aber Häuser. Brauchen Häuser. Wir haben noch 740. 740 haben wir. Brauchen wir hier noch ein bisschen? Trauen wir uns das? Das mach ich einfach. Ich würde ungern hier jetzt Häuser bauen, weil wenn die tatsächlich durchbrechen, dann... Ach, wir brauchen wieder Energie. Guck. Ich wundere mich schon, warum haben wir dann nichts... Was kriegen wir hin? Energie. Guck mal, hier können wir noch eine bauen. Hier vielleicht. Ah, gerade so mit einem so einem Block, weißt du? Hier vielleicht. Nee. Geht schon mal gar nicht. Ich würde ja ganz gerne. Wir können es natürlich darauf ankommen lassen, hier hinzubauen. Das wäre, glaube ich, nicht so dramatisch. Selbst wenn sie die zerstören, dann geht es ja eigentlich mehr oder weniger um den letzten Kampf. Also 7,64. Und wir brauchen sicherlich auch noch ein bisschen Essen. Aus dem Osten. All sides. Okay. All sides. Das ist natürlich dann jetzt B-Scheiden. Ah, das wird natürlich doof werden. Von allen Seiten.
allen Seiten ist doof. From all sides. Bauen wir hier noch einfach ein paar Ballists hin. From all sides. Das heißt, sie werden hier auch angreifen. Das heißt, ich baue hier noch welche hin. Da noch welche hin. Da noch welche hin. Hier baue ich auch noch eine zur Reserve hin. Hoffentlich spawnen die nicht hier, sonst habe ich da echt Geburtstag. Okay. Gut, dann setzen wir einmal. Muss ich mal gucken, wo ich mir die Soldaten erstmal gleich formiere. So, da ziehen wir nämlich auch einen ab. Wir brauchen da wirklich gleich alle Kräfte. So, wie viele sind hier? Da waren auch zwei. Da sind zwei, die lassen wir auch mal hier drin. Genauso die zwei lassen wir hier drin. Die zwei lassen wir drin. Die lassen wir auch wenn die sterben sollten. Aber die können schon ein bisschen gucken. So, das ist in Ordnung. Also die opfern wir quasi. Und die schicken wir mal dahin. Mehr Soldaten. Ich brauche mehr Soldaten. So, und die ziehen wir erstmal hinter die Mauern. Erstmal hinter die Mauern ziehen und dann formieren. So. 20 Stunden. Hoffentlich sind die Ballisten bis dahin fertig. Aber was sollten sie eigentlich? Mal gucken, ob wir es gebacken kriegen. Das sollte machbar sein. My bow and arrows. Wir uns fehlen auf jeden Fall nur noch 30. Also ich glaube, da müssen wir irgendwie noch, ich glaube, 4 Häuser bauen. Mal gucken, von wo sie... Ja, die werden von überall angreifen, natürlich. Nach 10 Stunden. Nach 9. Jetzt läuft er andersrum. Naja, läuft sie auch andersrum. Na, okay, gut. Das ist natürlich auch alles extrem eng gebaut hier, ne? Das ist schon schwierig. Oh, jetzt bin ich doch ein bisschen nervös. Mal gucken, was hier gleich passiert. Kommen natürlich jetzt von beiden Seiten. Das müssen wir gucken. Balliste ist schon ganz nett. Die müssen wir wahrscheinlich opfern. Ach du Grüne. Nein, die kommen von hier. Wir sind gebumst. Wir sind gebumst. Die kommen doch von da, die Schweine. Ich denke, die kommen von hier oben. Ah. Dahin. Hier. Dahin. Das man funktioniert. Das ist ganz ungünstig. Das ist richtig ungünstig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist natürlich jetzt richtig mies. Und wir haben natürlich auch keine Spikes, ne, gebaut. Das ist natürlich auch sehr schlau. So. Ah, die kommen ja von allen, wirklich von allen Seiten. Das wird extrem knapp. So. Nein, das wollte ich nicht. Ah! Breakthrough! Breakthrough! Ja, die müssten wir tatsächlich hinsetzen. Das wird aber richtig, richtig knapp. So, reparieren nach Möglichkeit. Wie schaut's hier aus?
Okay. Ja, hier müssen wir sie so ein bisschen aufhalten. Vielleicht kriegen wir sie zumindest an der Stelle so ein bisschen aufgehalten. Oh, warte, halt. Hier sind sie so durch, wie es aussieht, ne? Hier sind sie, glaube ich, durch. Dann ziehen wir die mal da zusammen. Naja, gut, ja gut, okay, die vergreifen sich hauptsächlich jetzt an den Ballists. Okay, ist in Ordnung. Ja, gut, ist okay. Ist okay. Ist okay, ist in Ordnung. Also da, gut, da habe ich jetzt ein bisschen, da hatte ich jetzt ein bisschen mehr Bammel, als eigentlich Not getan hätte. Das ist ja nicht so schlimm. Gut, die machen jetzt hier ein paar Sachen kaputt, aber das kriegen wir gleich geregelt. Das ist nicht so das Thema. Da hätte ich jetzt aber wesentlich mehr, okay. Da hatte ich jetzt echt wesentlich mehr Bammel, dass da wesentlich mehr passiert. So, Essen. Gut, das müssen wir jetzt nach und nach ein bisschen reparieren. Ja, das ist easy peasy. Das ist easy peasy. Dann spiele ich jetzt so runter. So, die lassen wir jetzt mal raus. Die packen wir auch mal hier vorne hin, falls da nochmal irgendwas rumkrepelt. Die äußeren Bereiche absichern. Reparieren. Ja, läuft ja. Ja, läuft. Da hätte ich jetzt echt Bammel, vor allem, weil die jetzt gerade von hier kamen. Ich dachte echt, die spawnen nur hier oben, weil es ja immer hieß, so. Von hier kommen sie, von da kommen sie und von hier drüben kommen sie. Aber nicht, dass die auch noch von hier kommen, wo die Gleise sind. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das immer so tote Bereiche sind. Puh. Da habe ich jetzt aber so einen Augenblick, dachte ich, okay, wir sind im Moors. Aber okay. Puh, da haben wir echt Glück gehabt. Gut, den einen oder anderen Turm. Sie haben jetzt hier, glaube ich, alle Türme weggekriegt. 1, 2, 3. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3 Tote zu beklagen. Ich denke mal, das ist verschmelzen. Und jetzt können wir vor allem auch, und das ist das Schöne, einfach jetzt mal sagen, so, wir bauen jetzt halt hier irgendwo wildwuchernd einfach mal 3, 4 Häuser noch zu. Und dann schaffen wir natürlich dann auch unsere Zielsetzung mit den 800 Leuten auch. Das sollte reichen. Wir haben 770. Ich glaube, pro Gebäude haben wir, glaube ich, immer 8. Läuft. Dann haben wir auch dieses Level erfolgreich geschafft. Auch mit einer Niederlage, aber okay, gut. Das ist immer lustig. Also wenn ich irgendwie an einer Mission scheitere, dann mache ich das meistens zu Anfang. Ist immer relativ praktisch, weil es ist immer ärgerlich, wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, so 2, 3 Stunden gespielt hast oder 2 Stunden gespielt hast und dann quasi in den letzten Zügen der Mission scheiterst. Das ist immer nervig. Aber am Anfang zu scheitern ist ja nicht so dramatisch. Dann startest du eben nochmal neu. Und dann läuft die Kiste schon. Und meistens ist es ja auch so. Wenn ich am Anfang, wenn, dann scheitere ich am Anfang. Und im späteren Spielverlauf, dann ziehe ich das eigentlich auch immer durch. Also die meisten Niederlagen waren tatsächlich immer am Anfang. So, hier haben sie auch, ach hier, guck mal, hier haben sie auch einen Turm weggeklopft. Ja gut, das ist ja alles easy. Es muss jetzt nur einmal der Zug kommen. Es sind alle Horden besiegt, es sind alle Zombies besiegt, jetzt fehlt noch einmal der Zug. Die Häuser sind gebaut und dann sind wir auf über 800 und dann haben wir auch die Mission geknackt. Hier, siehst du, es fehlen ihm noch 800. Es fehlen nicht 800, aber es fehlen noch 800. Das passt schon. Dann muss der Zug noch einmal kommen und dann war's das. Aber das hätte ich auch nicht gedacht. Allein die Ballists, die haben es alleine fast gerissen hier. Die paar Soldaten, die wir nachher hier noch hatten, um die paar Zombies hier noch aufzuhalten, das war easy peasy. Also das war, also ich glaube, ich hätte... Na, obwohl wir mehr Probleme gehabt hätten, wenn das jetzt eine Horde gewesen wäre, die zentral hier rauf geht. Na, wir hätten ein Problem gehabt, wenn die jetzt von hier gekommen wären. Dann hätten wir ein richtiges Problem. Dann wäre Holland in Not gewesen. Dann ist das Ding eigentlich kaputt, weil wahrscheinlich wir... Ach so, weil das außerhalb des Gebiets... Ja. Siehste, Endergebnis 90. Versuche minus 10% ist natürlich eine Niederlage. Basispunkte 200. Läuft doch. Läuft doch. Gut, schließen. Haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Das ist doch fein. Oh, da kommt die nächste Horde. Yo. Das ist nochmal eine Zweier mit 5.284 Infizierten. Das ist ja nice. So, gucken wir uns das einmal an. Wir machen natürlich auch in der nächsten Folge weiter. Wir gucken jetzt gleich nochmal hier, was wir hier nochmal freischalten können.
Das ist Level 3. Das ist Level 3. Das ist Level 2. Okay. Dann spielen wir das auf jeden Fall noch vorher. So Kap der Stürme auf jeden Fall noch. Das ist auch 2. Wir müssen dann sowieso als nächstes erstmal die Schwärme spielen. Also ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge die beiden Schwärme. Und dann fangen wir nachher mit Kap der Stürme an. Das ist auch nochmal Schwierigkeit 2, wenn wir das haben. Dann spielen wir diesen beiden hier. Das ist einmal Dreier und das ist noch ein Dreier. Ja, aber die machen wir dann. Wir machen das wirklich immer so levelweise. Das heißt erstmal die ganzen Zweier, dann die ganzen Dreier, die ganzen Vierer etc. pp. Ich glaube 5 ist das Maximum, ne? Ich glaube 5 ist das Maximum. Ja, 5 ist das Maximum. So. Gucken wir mal, was können wir noch freischalten? Ich würde ganz gerne Sniper kaufen, ne? Also, ganz gerne Sniper. Auf der anderen Seite ist die Geschichte ja vielleicht auch nicht so ganz unwichtig. Automatisierte Lagerung. Was haben wir? Wiederverwertung. Strukturmaterial, Rückerstattung. Plus 30% Medizin. Plus Leben. Auch nicht verkehrt. Scharfschützengewehr. Globale Sicht. Scharfschützengewehr müssten wir davon haben. 100, 270 haben wir. Optik. Sichtweite. Kaufen und Verkaufen von Materialien. Verkauft automatisch überschüssig produzierte Materialien. Produziert. Er reduziert den Nahrungsverbrauch von angrenzenden Unterkünften. Auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Was haben wir hier denn noch? Steinkonstruktion. Auch nicht unbedingt so unwichtig. Wie weit kommen wir denn? Wir brauchen 100. 220. Also wir kommen auf Sniper, kommen wir sowieso nicht. Was brauchen die denn nachher? 300 Gold, 2 Holz, 2 Eisen. Geht ja eigentlich noch. Dafür brauchen die nämlich eben keine Nahrung. Da brauchen wir tatsächlich nämlich nur den Kram. Und was machen wir denn? Grundversorgung, Kommandozentrale. Materialrückerstattung. So viel baue ich allerdings nicht ab. Verstärkung der Rüstung. Soldatrüstung 20. Handel finde ich auch nicht so unwichtig. So, das kostet 260, das können wir uns auch gerade leisten. Steinmetz, Tesla-Spulen. Thermalenergie, schnelle Ausbildung, Betonwände. Das müssen wir nämlich alles separat freischalten. Also Betonwände zumindest. Ich weiß nicht, ob wir die Betontürme. Gibt es auch Betontürme? Ich meine, die gibt es garantiert. Das müssen wir sowieso alles nochmal separat freischalten. Also das lohnt sich eigentlich noch gar nicht. Große Ballist. Oh. Ach so, zusätzliche Gebäude zu Beginn der Mission. Große Ballist. Ach so, okay. Ja gut, das ist... Also ich würde sagen, wir machen tatsächlich erstmal das. Ach, können wir noch eins von denen freischalten? Geht das nur? Scharfschützengewehre? Achso, nee, weil wir nicht noch Punkte haben, logisch. Ist das hier globale Sicht? Ich würde mal sagen, wir machen das, weil dann könnten wir sonst beim nächsten Mal gleich die Sniper freischalten. Das wäre vielleicht auch schon gar nicht so übel. Lagerung haben wir jetzt. Momentan können wir noch so ein bisschen mehr auf Masse gehen. Also was jetzt Soldaten angeht. Also sie ist natürlich schön, wenn man denen mehr Gesundheit geben kann und bessere Rüstung etc. Aber momentan kommen wir eben noch mit der Masse der Soldaten ganz gut klar. Da funktioniert das ganz gut. Dann würden wir sagen, im nächsten Schritt machen wir den. Und dann fangen wir nachher auch schon an, die Steinkonstruktion dann herzuschalten. Schnelle Ausbildung, das ist auch gut. Aber es können, da brauchen wir sowieso erstmal Steinkonstruktionen für und Betonwände etc. pp. Oh. Soldat. Oh, was es hier noch alles gibt, doch. Erweiterte Mechanik. Grüne Neune. Da brauchen wir nachher auch Öl für, ne? Oder stand da eben gerade erzeugt? Ah, ne, erzeugt Öl. Ja, mechanische Entwicklung, Blitzkondensator. Oh mein Gott. Das kann ja noch ein Spaß werden. Das kann ja noch was werden. Unterkunft 140. 2000 Gold, 100 Holz, 100 Stein. Handel müssen wir dafür haben. Ja, gut. Ah, naja, gut. Schauen wir mal.
Wir sind ja auch noch auf Level 2, da geht das noch ganz gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Wie ich schon sagte, in der nächsten Folge die beiden Schwärme Level 2 und dann fangen wir noch mit Kap der Stürmer an, wenn wir es dann alles in eine Folge gepresst kriegen, müssen wir mal sehen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch erstmal fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge They Are Billions mit den Schwarmhorden. Einmal 5284 Infizierte und einmal 1856 Infizierte. Ja, das klingt nach einer Menge Spaß. Werden wir sehen. Ich bin gespannt. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.